Das Suchen hat ein Ende. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical News. Ja, es gibt einige Neuigkeiten, die ich gerne mit euch teilen möchte in diesem Video. Und ja, der eine oder andere kann es wahrscheinlich sich schon denken, was ich euch jetzt verrate. Und ihr habt es auch wahrscheinlich im Titel gelesen oder im Thumbnail gesehen. Ich habe eine Wohnung gefunden hier in der Schweiz. Und ich bin so happy darüber. Genau, also wie gesagt, ich habe eine Wohnung gefunden. Wir haben leider keine gemeinsame Wohnung gefunden. Und wir waren ja auf der Suche nach beidem, was halt zuerst um die Ecke kommt, sage ich mal so. Im Q&A mit meinem Freund geht er auch nochmal auf das Thema ein, warum wir denn jetzt nicht zusammen wohnen werden. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Wohnungssituation hier in Zürich extrem schwierig ist. Und vor allem mit unseren Voraussetzungen zusammenzuziehen, anhand der Größe und der Zimmer, ist es wirklich schwierig, was einigermaßen Bezahlbares hier zu finden, weil ja, geldtechnisch nach oben ist ja immer, also ne, je teurer, also wenn man genug Geld hat, kann man sich hier auch was leisten in einer gewissen Größe, aber wir müssen uns da natürlich ein Limit setzen. Deswegen, ja, bleibt es so, wie ich, bevor ich in die Schweiz gezogen bin. Wir werden natürlich zwei parallele Wohnungen haben, aber die sind jetzt nicht so weit auseinander, wie jetzt, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, um genau zu sein. Im Auto ca. 14 Kilometer, sind so 20 Minuten im Auto, werde ich von seiner Wohnung hier entfernt wohnen. Und ja, ich muss sagen, ich habe jetzt schon zweimal die Wohnung besichtigen und es ist wirklich ein Traum. Also ich bin wirklich super happy über diese Wohnung. Und ja, also ich habe ja viele Wohnungen besichtigt insgesamt jetzt. Ich glaube so 25 bis 30 Wohnungen. Und irgendwann war es halt immer noch so im Schnelldurchlauf. Man läuft halt kurz durch und denkt so, ja, Zimmeranzahl passt, Größe ist okay, sieht ganz gut aus. Okay, ich bewerbe mich. Aber die Chancen standen halt nie immer gut. Deswegen habe ich mir da nie viele Hoffnungen gemacht bei so Wohnungsbüchern. Am Anfang natürlich schon dachte ich, oh, die Wohnung wäre cool und so. Aber irgendwann ist man da so ein bisschen abgeflachter und läuft dann halt nur durch und bewirbt sich und bewirbt sich und bewirbt sich. Und es ist wirklich so wie eine Jobbewerbung. Also es wird nicht vorausgesetzt. Also für die Wohnung, die ich jetzt zum Beispiel bekommen habe, war eigentlich nur ein Betreibungsauszug notwendig. Das ist so eine Art Schufa-Eintrag. Und war irgendwas noch für Auswahl? Ja, und ich musste halt mein Formblatt ausfüllen, wo dann meine Adresse steht, warum ich umziehen möchte, mein Arbeitgeber, wie viel ich verdiene und so weiter und so fort. Aber ich habe da noch einiges mehr hingeschickt. Dachte ich, schadet ja nicht. Ne? Und so eine Art also Anschreiben, wo dann drin stand, ja, hallo, ich bin Simone, meine Hobbys und keine Ahnung, ich ziehe deswegen in diese Wohnung. Also wirklich einfach ein Blatt, so ein Anschreiben, wie man sich das bei einer Bewerbung vorstellt, mit einem Bild von mir. Dass man sich auch mich besser vorstellen kann, ne? Und ja, meine ganzen Bemühungen, da habe ich noch alles Mögliche dazu geschrieben. Auch noch Schufa-Eintrag aus Deutschland, weil ich ja relativ kurz noch in der Schweiz hier bin. Und deswegen habe ich noch einen Schufa-Eintrag mitgeschickt. Und ach, ja, Lohnauszug, dass auch die Bescheid wissen, dass ich wirklich so viel verdiene, wie ich angegeben habe. Ja, aber wie gesagt, es hat am Ende geklappt. Ich habe relativ schnell die Zusage bekommen. Ich war, glaube ich, donnerstags bei der Wohnungsbesichtigung und Montag früh habe ich dann schon den Anruf bekommen, ob ich denn die Wohnung immer noch möchte. Und ja, ich möchte sie. Ich werde jetzt hier nicht über Mietpreise reden und was ich dafür bezahle. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mal bei Immobilien-Scout gucken, was hier so Wohnungen kosten in Zürich. Und im Umkreis, also ich werde jetzt nicht in der Stadt wohnen, ich werde etwas außerhalb wohnen, aber zur Arbeit, das war mir immer wichtig, kann ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und das ist weniger als 30 Minuten. Genau, also das waren so zwei Kriterien, die mir besonders wichtig waren, weil ich hatte keine Lust, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren und ich finde die öffentlichen Verkehrsmittel hier zu nutzen echt eine super Sache. Deswegen, ja, das waren so meine Kriterien. Dann hatte ich noch so Kriterien wie, ich hätte gerne drei Zimmer, so wie ich jetzt auch schon habe. Und ab so 70, 75 Quadratmeter
Genau, das waren so die Kriterien, nach denen ich geschaut habe. Und meine Wohnung, die ich jetzt bekommen habe, hat 3 Zimmer und 82 Quadratmeter. Und ja, sobald ich den Schlüssel habe, werde ich natürlich auch eine Wohnungstour machen, wenn sie leer ist. Und ich werde euch natürlich auch mitnehmen beim Umzug. Dazu kommen wir auch gleich noch. Und ja, da werde ich euch natürlich, ja, wie gesagt, mitnehmen bei dem ganzen Prozess. Und ja, ich freue mich, dass dieses Kapitel dann auch irgendwann jetzt abgeschlossen ist demnächst. Weil, ja, ich wohne hier, aber es ist halt nicht mein Zuhause. Und ich habe halt nicht meine ganzen Sachen hier. Ja, ich nehme dann immer Sachen mit, aber ich bin trotzdem extrem limitiert. Und deswegen freue ich mich dann wieder normal in einer ganz normalen Wohnung zu leben, wo ich meine ganzen Sachen haben kann und nicht in Umzugskartons wohne, weil wirklich seit letztem Jahr November habe ich diese Situation, ich pendel ständig zwischen zwei Wohnungen, wohne in Deutschland meine Wohnung, das zeige ich euch auch noch, es besteht eigentlich nur noch aus Umzugskartons und ist nicht mehr wohnlich und ja, das ist halt, mir ist halt Deko und schönes Interieur schon sehr wichtig. Und ja, deswegen bin ich sehr happy, dass es jetzt dann sehr, sehr bald vorbei ist. Ja, ab wann habe ich denn meine Wohnung? Also ab den Schlüssel bekomme ich Ende August. Das heißt, meine Wohnung habe ich ab 1. September. Ab da zahle ich auch Miete. Meine deutsche Wohnung habe ich auch schon gekündigt. Die habe ich aber offiziell noch bis Ende Oktober. Das heißt, ich müsste theoretisch zweimal doppelt Miete bezahlen. Aber vielleicht findet sich ja ein Mieter in der deutschen Wohnung einen Monat früher, also ab 1. Oktober. Dann müsste ich nur einmal doppelt Miete zahlen. Aber es ist, wie es ist. Man kann sich das Leben ja nicht so aussuchen, dass es genau immer passt. Und so habe ich auch ein bisschen Zeit, noch in Deutschland die Wohnung dann wieder ein bisschen zu putzen und ja, mich auch noch ein paar Sachen verkaufen. Und ja, zum Beispiel meine Couch. Also meine Couch werde ich nicht mitnehmen aus Deutschland, die werde ich mir eine neue kaufen. Und zwar die Couch von Daria. Also nicht die, die sie in der Wohnung stehen hat, sondern ich werde mir von der, jetzt muss ich mal kurz ans Telefon. Ich war bei der Couch. Genau, ich möchte das Modell, was Daria hat, zu Hause haben, weil immer wenn ich sie besucht habe, ich liebe ihre Couch, die ist so bequem und die gibt es hier auch und hat 1 bis 2 Wochen Lieferzeit, das heißt, sobald ich den Schlüssel habe, werde ich mir die Couch bestellen und dann schon in die Wohnung stellen. Das wird sozusagen das erste Möbelstück in der Wohnung sein. Aber wie gesagt, da nehme ich euch mit. Ja, ansonsten, wie gesagt, ja, muss ich jetzt in Deutschland noch einiges, also es ist schon viel gepackt. Ich habe schon ein Umzugsunternehmen bestellt und beauftragt sozusagen. Die waren auch schon in meiner deutschen Wohnung, sich das anschauen, haben mir ein Angebot gemacht. Ich werde da jetzt auch nicht über Kosten oder sowas reden. Aber ich habe jetzt schon 50 Umzugskartons gepackt und es ist noch nicht alles verpackt. Noch ein paar Klamotten fehlen und so weiter. Das heißt, da muss ich noch einiges tun, aber ich habe nächste Woche, also wir haben Feiertag am 1. August in der Schweiz, der Nationalfeiertag, und ich habe mir den 31. Juli auch freigenommen, einen Brückentag, und dann fahre ich am Montag mit Daria zurück nach Deutschland und werde dann die Zeit nutzen und auch am Wochenende, um da die restlichen Sachen zu verpacken. Weil das ist das einzige richtige Wochenende, was ich noch haben werde, um Sachen zu packen. Genau, weil danach stehen einige Sachen an, da komme ich auch gleich nochmal zu, aber jetzt erstmal zum Umzugstermin. Also ihr wisst, gut, die Wohnung habe ich ab 1. September und ja, wir fliegen ja im September jetzt noch in Urlaub, mein Freund und ich, nach Teneriffa, und das machen wir ja am 9. September und ich wollte das nicht vor dem Urlaub noch quetschen, das wäre mir alles zu stressig und deswegen habe ich gesagt, nach dem Urlaub. Und ja, deswegen wird es direkt in der Woche nach dem Urlaub sein. Und ja, ich habe heute mit dem Umzugsunternehmen gesprochen. Eigentlich wollte ich den 21. nehmen, aber die brauchen tatsächlich die möchten 3 Tage als Puffer haben. Und zwar möchten sie am 19. September aus meiner deutschen Wohnung beladen, also die deutsche Wohnung leer machen. Dann möchten sie den 20. September nutzen, um hierher zu fahren und die ganze Verzollung zu machen, weil für LKWs kann es tatsächlich auch schon mal längere Warteschlangen hier am Zoll geben, an der Grenze. Und das wollten sie auch nicht freitags machen, weil freitags hier immer wohl die Hölle los ist, meinte er. Und dann kommen sie nicht mehr zurück am Wochenende mit dem LKW nach Deutschland. Dann sitzen sie in der Schweiz fest und deswegen, ja, also am 19. wird beladen in Deutschland, am 20. wird gefahren.
Da muss ich dann auch rüberfahren mit meinem Auto zusammen, weil mein Auto muss mit meinem ganzen Umzugsgut verzollt werden, damit ich mein Auto auch hier anmelden kann und mitnehmen kann. Und dann am 21. wird dann hier in der Wohnung entladen. Ja, also 3 Tage sind eingeplant. 2 Tage darf ich mir tatsächlich Urlaub nehmen von der Arbeit. Also zusätzlichen Urlaub für den Umzug, weil es mehr als 100 Kilometer sind. Das heißt, ich bekomme 2 zusätzliche Urlaubstage, richtig gut. Und dann wird auch meine Mama noch mit einer Freundin kommen in der Woche und bleibt auch fürs Wochenende, damit wir die Kisten alle auspacken können. Und genau, also das Wochenende wird dann auch dem kompletten Umzug gewidmet, dem Kisten entpacken. Und ja, ich werde locker so 70 Kisten haben und gut, einiges wird Weihnachten und sowas sein. Aber ja, die müssen ja auch alle erstmal entpackt werden. Genau, also das ist so der Plan, was den Umzug betrifft. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, jetzt weiß ich es nicht mehr. Achso, ja, da freue ich mich natürlich dann Ende September auch direkt schon für Halloween zu dekorieren. Ja, ist ja dann schon Halloween-Zeit. Und dann kann ich auch endlich wieder Weihnachten dekorieren, weil letztes Jahr hatte ich auch gar keine Weihnachtsdeko. Die ist ja alles im Karton geblieben. Dieses Jahr wird das alles anders. Ja, also so viel zur neuen Wohnung. Wie gesagt, Umzugsunternehmen ist geordert, Angebot und so weiter auch schon bestätigt. Schlüsselübergabe ist Ende August. Da zeige ich euch dann auch die leere Wohnung, nehme euch mit beim Umzug und zeige euch dann natürlich auch nochmal meine Wohnung in Bad, wo ich aktuell wohne. Oh Gott, ich habe seit Tagen irgendwas im Frosch im Hals. Ja, also mehr gibt es eigentlich dazu gar nicht zu sagen. Wie gesagt, ich ziehe jetzt um und dann werde ich mich in Deutschland abmelden und ja, und dann hier komplett mich sozusagen einbürgern ist es ja nicht, aber also dann ist jetzt alles dann hier, ich habe dann nichts mehr in Deutschland, mein Auto ist dann hier, das muss ich dann auch noch hier ummelden und kriege dann Schweizer Kennzeichen und einen Schweizer Führerschein, der hier übrigens Führerausweis heißt, ja, und genau, und dann ist das Kapitel dann auch endlich seit Dezember abgeschlossen. Ja, und wir haben ja Ende Juli, also das war es jetzt zum Umzug, und wir haben ja Ende Juli. Und ja, meine Probezeit ist vorbei. Ich habe es geschafft. 3 Monate Probezeit sind überstanden. Und ich muss sagen, es war jetzt überhaupt nicht schwierig, da irgendwie es zu überstehen, sage ich mal. Denn ich bin wirklich extrem happy mit dem Job. Der Job macht mir Spaß. Er ist vielseitig, abwechslungsreich. Ich habe verschiedene Tätigkeiten. Und die Branche sowieso, Aviation-Branche, ist mega cool. Ja, also ich bin wirklich happy und hatte diese Woche auch mein Feedback-Gespräch mit meiner Chefin bezüglich meiner Probezeit und wie es die letzten 3 Monate so ablief und was ich gearbeitet habe, also was ich umgesetzt habe im Unternehmen. Und da war auch eigentlich ausschließlich positives Feedback, was, muss ich sagen, echt schön ist zu hören. Also wenn die Arbeit, die man tut, so gewertschätzt wird, das fühlt sich wirklich gut an. Und ich würde jetzt gerne meine Hand heben und einen gewissen Finger auf meine Hand zeigen, den Hatern und den Kommentarleuten, die gesagt haben, ah, sie übersteht doch eh wieder nicht die Probezeit und sie kann ja eh nichts und sie macht ja nicht wirklich was und bla bla und hier und da. Dem würde ich gerne jetzt einen gewissen Finger auf meine Hand zeigen, aber das tue ich natürlich nicht. Aber es ist natürlich nicht nur den Menschen eine Genugtuung. Ja, wie gesagt, ich bin sehr happy, meine Chefin ist sehr happy mit mir und auch die nächsten Monate werden spannend. Ich möchte und muss mich auch noch ein bisschen mehr in die ganzen operativen Dinge einarbeiten und tatsächlich sehen, wie das Unternehmen funktioniert. Das ist in den letzten 3 Monaten noch nicht so der Fall gewesen, aber das ist die einzige Kritik, die sie geäußert hat, dass ja, ich ein bisschen mehr die Prozesse und die Branche verstehen muss. Und das ist machbar, wenn man sich die Branche mit der Branche halt beschäftigt und sich anguckt und auch mal vor Ort ist. Genau. Also, wie gesagt, mega happy. 3 Monate Probezeit überstanden und ich bin mir sicher, dass auch die nächsten Monate und Jahre dort, also
dort verbringen werde, weil, wie gesagt, ich verstehe mich gut mit meiner Chefin, der Job macht mir Spaß und es gibt viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten und ich werde sehr wertgeschätzt für meine Arbeit, die ich tue und das fühlt sich sehr gut an. Ja, also so viel dazu, das wollte ich jetzt auch noch mitteilen, dass es sehr gut läuft. Und ja, was ist denn jetzt noch geplant, wenn wir schon eh beim Thema sind? Also wie gesagt, Umzug habe ich gesagt. Dieses Wochenende ist dann Daria bei mir in der Schweiz. Das erste Mal, dass sie die Schweiz besucht. Und ich zeige ihr natürlich ein bisschen Zürich. Wir werden aber auch auf einen Berg fahren und nach Luzern und eine Bootstour machen. Dafür wird es auch Vlogs geben. Das heißt, die werden dann in den nächsten Wochen online gehen. Und dann habe ich ja schon gesagt, fahre ich mit ihr am Montag zurück nach Deutschland, werde die Zeit nutzen für Kisten packen. Und dann das zweite Wochenende im August, und zwar am 12. und 13. August, werde ich nach Nürnberg fahren zu Freunden. Also habe ich hier noch nie, glaube ich, groß erwähnt hier, aber ich habe eine Freundin, mit der ich damals das Au-pair-Jahr in London gemacht habe. Ich war ja wie alt war ich dann? Mit 19. 19 war ich ein Jahr in London als Au-pair und da habe ich Maria kennengelernt. Und da haben wir zusammen das Jahr verbracht und wir stehen immer noch im Kontakt, leider viel zu selten. Aber bis heute immer mal wieder. Sie hat mittlerweile auch einen Mann und zwei Kinder. Und ja, wir besuchen uns oder ich besuche sie endlich mal wieder. Das letzte Mal, wo ich sie gesehen habe, ist 2 Jahre her. Eineinhalb, da war der kleinste Sohn, glaube ich, noch ein paar Monate alt, da habe ich ihn noch gehalten, jetzt wurde er schon 2. Also, es ist crazy, wie die Zeit vergeht. Aber wie gesagt, die besuche ich und wir machen was ganz Besonderes. Und zwar besuchen wir das Freizeitland Geiselwind. Das ist bei denen ganz um die Ecke. Also am 12. und 13. sind wir im Freizeitland Geiselwind. Inklusive Übernachtung. An der Stelle muss ich sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung und dass wir alle zusammen 2 Tage im Park verbringen dürfen, inklusive in einem neuen Hotel direkt neben dem Park. Also vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns wirklich sehr. Da werde ich natürlich euch auch wieder mitnehmen an beiden Tagen und euch auch das Hotel zeigen. Und ich denke mal, so ein Freizeitpark mit kleineren Kindern ist auch nochmal was ganz anderes und glaube, das wird schon echt spaßig werden. Ja, und was ist im August noch geplant? Es ist jetzt bekannt gegeben worden, dass die Princess Celebration wieder stattfindet und zwar vom 20. glaube ich bis zum 26. August, wenn ich mich jetzt nicht irre an den Daten. Also auf jeden Fall wieder die letzte Woche im August. Und ich werde dann mit Brina vor Ort sein am 26. und 27. August. Wir schauen uns die Princess Celebration an, natürlich schauen wir uns die neue Pixar-Show an und ja, dann ist das Wochenende auch schon wieder fast vorbei. Also wie gesagt, letztes Wochenende im August sind wir im Disneyland Paris. Und ja, im September geht es dann weiter. Am 1. September Wochenende geht es ins Legoland mit Brina. Auch inklusive Übernachtung im Legoland Hotel, also eins der Legoland Hotels. Und ja, dann ist September, dann ist Teneriffa Urlaub und dann ist heute der Umzug. Und dann ist ja letztes Wochenende im September auch wieder Disneyland Paris. Also der September ist voll. September ist wirklich voll. August, ein Wochenende habe ich jetzt noch frei. Das ist der 19. und 20. Aber den halte ich mir natürlich frei, um da wieder was mit meinem Freund zu unternehmen. Genau. Ja, und dann sind wir schon im Oktober. So, das ist alles, was so geplant ist. Und das war es auch schon mit den News. Aber es sind aufregende News, muss ich sagen. Es wird aufregend in den nächsten Tagen und Wochen. Und ja, mir geht es aktuell extrem gut mit dem ganzen Umzug. Es wäre klar, es wird stressig. Aber ich freue mich drauf, auf die Veränderung und ja, der Job macht mich happy und ja, ich kann mich aktuell nicht beklagen. Also, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.